Herr Unrau, Konrad-Adenauer-Platz, den nennen Sie auch manchmal Ihr Wohnzimmer. Stimmt. Bisschen groß, das Wohnzimmer, oder? Ja, aber für das, was ich hier mache, brauche ich die Größe. Aha. Sie haben auch ein großes Auto. Sie haben manchmal eine große Klappe. Stimmt. Steht dahinter auch ein großes Ego? Nee, glaube ich nicht. Da steht eigentlich ein großes Herz dahinter. Ein großes Herz. Und okay. Dieses Herz habe ich leider manchmal auch auf der Zunge. Okay. Und die Betonung liegt da wirklich auf leider. Da kommt, dann, Platz. Da kommt dann manchmal schneller mehr raus, als mir lieb ist. Aber für die Sache ist es mir meistens das wert. Herr Unrau, herzlich willkommen zur Bürgerportal Sprechstunde. Wir nehmen mal hier eine Stunde Gespräch auf. Mal gucken, ob es eine Stunde wird. Wir unterhalten uns ein bisschen. Sie sind ja bekannt wie der sprichwörtliche bunte Hund hier in Bergisch Gladbach. Stell dich trotzdem noch mal in zwei, drei kurzen Sätzen vor. Wer sind Sie? Was machen Sie? Mein Name ist Burkhard Unrau. Ich bin am 10. August 1952 geboren. Das war ein Kirmessonntag. Es war die Laurentius-Kirmes in Bergisch Gladbach. Morgens um 10 Uhr. Und darum ist es auch hier mein Wohnzimmer. Ich nehme an, dass wir auch über die Kirmes reden werden. Und was mache ich? Ich bin jetzt Rentner, mache ehrenamtlich weniger als vorher, das wissen Sie. Ich habe den Jungen Unternehmerclub geleitet, 28 Jahre lang. Den haben wir gerade aufgelöst, weil es keinen Nachfolger gibt. Ich mache aber die Kirmes noch ehrenamtlich in dieser Stadt und führe noch den Schaustellerverein Bergisch Gladbach e.V., der dieses Jahr übrigens 25 Jahre Jubiläum hat. Okay, zwei kurze Sätze sind vorbei. Fangen wir mal mit der Kirmes an. Die Kirmes steht kurz bevor. Sie sagten es gerade, 25 Jahre Schaustellerverband. Was gibt es Besonderes in diesem Jahr? In diesem Jahr haben wir den Frisbee. Kommen Sie ruhig weiter. Und der steht vorne. Vorne ist bei mir immer direkt in Brunnennähe, also wirklich auf dem Platz zentral. Da werden wir auch die Eröffnung machen. Wir haben den Autoscooter Route 66, einer der schönsten und größten Autoscooters Deutschlands. Darf man nicht vergessen. Wir haben den Musikexpress ebenfalls. Ein sehr gepflegtes, wunderschönes Geschäft mit sehr, sehr viel Liebe betrieben. Wir haben den Ringrenner, eine Familienachterbahn. Wir haben hintenrum das Laufgeschäft auf der linken Seite, wenn man um den Bergischen Löwen rumgeht. Ist immer so schwierig, einem das zu erklären, wenn man rund läuft, weil hier der Rundlauf das Wichtige ist. Wir haben gegenüber den Schwanenflieger ein ganz altes Kettenkarussell. Und wir haben dann im Park natürlich den Breakdance und auch die Schweinchenbahn stehen und zwischendurch überall ein Kindergeschäft, Süßwaren zu trinken und zu essen. Und zum Schluss wollen Sie es nochmal richtig krachen lassen, habe ich gehört. Wir wollen es zum Schluss richtig krachen lassen und zwar aus dem Grunde, wir haben 25 Jahre Jubiläum und da haben die Schausteller gesagt, was können wir da Besseres machen, als den Menschen was zu schenken. Und das tun wir in Form des Feuerwerks. Wir werden das Feuerwerk aufpropfen, wir werden mehr Geld oder haben mehr Geld in die Hand genommen und das Feuerwerk wird größer, schöner und auch länger sein als normal. Die Kirmes ist ja nun noch ein bisschen älter als 25 Jahre, 177, 178 Exakt, Jahre mindestens. Ist die Kirmes noch zeitgemäß? Passt sie in die heutige Zeit hinein? Ich glaube schon, weil sonst würden Sie auch fragen, ist Kinderkriegen heute noch zeitgemäß? Ich glaube, das kann man sehr gut verbinden, weil gerade Kirmes, da sage ich immer, am schönsten ist es, wenn drei Generationen über den Platz laufen. Und die kleinen Kinder, die leuchtenden Augen haben, die ich sehen möchte, die Eltern dann sagen, das habe ich als kleines Kind auch gehabt. Und dann die Großeltern sogar noch sagen, das kenne ich auch noch. Und ich glaube, das ist ein Kulturgut, das ist ein Brauchtum, der muss überleben, weil der fürs Herz und für die Seele ist, für alle Sinne ist, die wir Menschen haben. Und das in Verbindung mit der Neuzeit, wann immer da Neuzeit kommt, die 177 Jahre haben Sie gerade gesagt, das stimmt, da hat es ja immer Neuzeiten gegeben und die haben wir alle überlebt. Mhm. Also die Kinder, die kleinen Kinder, die leuchtenden Augen, die Älteren, die Familien, das leuchtet mir ein. Die Jugendlichen, kommen die auch zur Kirmes? Ja, und das ist das Erstaunliche. Wir haben das gerade im letzten Jahr gesehen, Pfingsten. Da war das sehr, sehr spannend. Da gab es dann so ein, wie heißt das denn, wenn die sich verabreden, helfen Sie mir mal. Flashmob? Ja, das war schon, ja genau, das war eine Art Flashmob. Ich wusste gar nicht, wie mir geschieht, weil wir hatten kurz vor dem Feuerwerk, war der Platz vor dem Fahrgeschäft, was da stand, plötzlich rappelvoll. Ich denke, was passiert denn hier? Alle hatten ein Handy in der Hand und haben miteinander gesprochen, Bilder gemacht und gelacht und gealbert. Und dann sind genau diese Jugendlichen auf das Fahrgeschäft gegangen und kamen da nicht mehr runter. Wir mussten nachher wirklich, nicht gewaltsam, aber wir mussten wirklich Feierabend machen, sonst wären die morgens um 5 noch Karussell gefahren. Mhm. Das war eine super tolle Verbindung. Mhm. Jugend ist jetzt ja im Moment auch noch mal so eine ganz neue Geschichte. Da kommen wir so ein bisschen in die Politik hinein, stellt sich anders auf, wird lauter, protestiert gegen bestimmte Sachen.
Feuerwerk, sagten Sie gerade, Krach, Lärm, Klimaschutz. Sind Sie da Querverbindungen? Sind die Jugendlichen heute irgendwie anders, politischer, kritischer? Ich bin froh, dass sie sind. Das ist das eine, das ist die Hauptaussage. Und das andere, sie sind nicht anders. Mhm. Ich werde im August 67 Jahre alt, das heißt 1968 war ich 16. Ich kann mich erinnern, dass ich da genauso laut war. Wir haben damals die Schülermitverwaltung eingeführt, die es heute noch gibt, soweit ich das weiß. Ja gut, wir haben auch die Raucherecke eingeführt in den Schulen, die wurden dann schnell wieder abgeschafft. Aber ich glaube, das ist der richtige Weg. Die Jugend muss sich äußern, weil es ist deren Zukunft. Nur eins darf man dabei nicht vergessen, und das ist, glaube ich, heute der Unterschied, wenn Sie mich schon politisch fragen, die Verbindung zwischen den jungen Leuten und den alten Leuten, die ist uns irgendwann verloren gegangen. Und ich weiß, Herr Watzlawick, dass Sie versuchen, seit Wochen und Monaten mit INGL und mit Ihren Formaten, auch Stammtisch, gerade das wieder zusammenzuführen. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Weg, den Sie machen. Aber ich glaube, dazu trägt auch die Kirmes bei und alles, was öffentlich ist und was für alle da ist. Wir haben nicht nur Jugendliche und Ältere oder Alte, wir haben auch Deutsche, wir haben Migrationshintergrundmenschen, wir haben Migranten, wir haben alle. Und für mich sind alle Menschen wirklich ganz in echt gleich, weil die leuchten in Kinderaugen, egal welche Hautfarbe, welches Geschlecht, die sind einfach da. Und ich glaube gerade, dass das eine Verbindung ist. Wir dürfen nur nicht den Fehler machen, das weiter auseinanderdriften lassen. Wir müssen. Und ich sage, ich gehe gerne auf die Jugendlichen zu und ich verlange von denen aber auch Disziplin, sonst gehen manche Sachen nicht. Und umgekehrt dürfen die von mir verlangen, jetzt du auch Disziplin, sonst geht in Zukunft nichts mehr. Also das heißt, wenn ich nochmal den Schritt zurück mache, wenn Sie heute Schüler wären, würden Sie freitags auch die Schule schwänzen? Wahrscheinlich. Ganz sicher. Okay, gut. Also mit 16 Raucherecke, rauchen tun Sie, glaube ich, immer noch ein bisschen. Richtig. Wie ging es dann weiter mit Ihnen? Ja, das war kein Rückblick. Ich bin Kirmes geprägt. Das ist das eine, weil eben ich bin in Kirmes geboren. Mein Vater war 40 Jahre beim Ordnungsamt, hat die Kirmes offiziell für die Stadt organisiert. Ich habe es dann nachher nur privat und ehrenamtlich übernommen. Aber was wir ja auch hatten damals, die Musik. Wir hatten Gott sei Dank in unserer Zeit die Beatles. Wir hatten kein Facebook, wir hatten Musik. Das war was für die Sinne. Und das hat uns oder mich vor allen Dingen auch sehr, sehr geprägt. Ich habe sehr viel Musik gemacht. Und als dann endlich die Schule zu Ende war, dann hat man versucht, noch mehr Musik zu machen, was eigentlich kläglich gescheitert ist, weil jeder machte Musik. Und so gut war man dann doch nicht, musste man sich eingestehen. Also hat man dann trotzdem einen Beruf erlernt. Ich habe den Industriekaufmann erlernt, obwohl ich es nicht wollte. Meine Eltern, das war damals noch ein bisschen anders. Wir konnten uns das nicht aussuchen. Ja. Mein Vater sagte, du wirst Industriekaufmann, dann war das so. Habe aber nie die Musik zwischendurch vernachlässigt und habe auch dieses Leben mit Kirmes und all den Menschen öffentlich nie vernachlässigt. Wie hieß Ihre Band oder wie heißt Ihre Fly, Band? Fly Dirt, Fliegendreck. Fliegendreck? Ja, okay. Wir haben sogar eine LP gemacht, 1981, die 83 rausgekommen ist. Das ist schon verdammt lange her. Okay, auch Fliegenschiss wollen wir jetzt besser nicht zu sprechen kommen. Fly Dirt, offenbar auch ein programmatischer Titel. Ja. Industriekaufmann. Und Sie haben dann als was gearbeitet? Oder ich habe 13 Jahre bei der Firma Köttgen hier in Gladbach, die es ja leider nicht mehr gibt, habe ich den Industriekaufmann ausgeübt. Ich war bis zum Schluss stellvertretender Verkaufsleiter, habe also ein klassisches kaufmännisches Ding gemacht, habe geheiratet, habe gedacht, jetzt nur noch die Pantoffeln anziehen und jetzt ändert sich das Leben. Habe aber relativ schnell gemerkt, dass das so nicht geht. Mhm. Weil das Leben draußen mit Menschen, mit Kindern, mit Gleichaltrigen, mit alten Menschen, das war mir wichtiger. Ich wollte mehr in Kontakt treten und habe das aufgehört. Habe dann, um es schnell zu machen, im Schnelldurchgang mit meinem Freund Jürgen Fritz zusammen ein Tonstudio gehabt. Wir haben Musik gemacht. Wir haben aber auch damals sehr viel Videosynchron gemacht. Habe da unter anderem den Heiner Lauterbach als hervorragenden Synchronsprecher kennengelernt. Da war er noch nicht der Schauspieler, der er heute ist. Das war ganz am Anfang seiner Karriere. Wir haben wirklich sehr, sehr, sehr viel gemacht, was Spaß macht, was viel Kraft gekostet hat und viel Zeit geraubt hat. Aber wir haben das Leben gelebt und zwar aktiv gelebt. Und ich glaube, das ist ein Unterschied zu dem, was heute passiert. Naja, warum wird heute nicht mehr aktiv gelebt? Wenn Sie mir sagen, vor einem Tablet sitzen und in die Welt chatten ist aktives Leben, sage ich, das stimmt nicht. Nö, aber das ist ja nun ein Ausschnitt, das die Menschen machen. Natürlich hat der Medienkonsum hat sich verändert. Man sitzt eben halt nicht mehr stundenlang vor der Tageszeitung, sondern stundenlang vielleicht vor dem, oder nicht mehr vor dem Fernsehen. Ich meine, zwischendurch hat man ja auch gab es ja Zeiten, in denen Menschen sehr, sehr viele Fernsehen geguckt haben. Das tun sie heute immer noch, wenn man sich die Statisten anguckt. Richtig. Meist der größte Medienkonsum findet vor dem Bildschirm statt, nicht unbedingt vor dem kleineren Bildschirm. Das stimmt. Finden Sie wirklich, dass das Leben insgesamt so sehr stark beeinträchtigt? Ja, es beeinträchtigt sehr, sehr stark. Es gibt zwei Sachen, die mich daran extrem stören. Was ich toll finde, ist die Verbindung in die ganze Welt.
Das ist, wenn die Webcam hier wieder richtig steht. Ich hoffe, das passiert bis zur Kirmes. Dann kann man diese Kirmes auch in Australien sehen, in Christchurch sehen. Das finde ich klasse. Ich nutze das übrigens auch und mache dann, schicke in alle Welt Meldung, guck doch mal. Ich wink dann auch mal. Das ist das eine. Aber das andere ist, ich tue mich da auch ein bisschen schwer mit. Ich will auch nicht verteufeln, dass man heute vor anderen Medien sitzt. Da haben Sie ja recht. Ob es die Zeitung ist oder die Tagesschau oder das erste Programm, was wir nur hatten. Nachher hatten wir 3 und nachher hatten wir 30. Da haben Sie recht. Aber mir fehlt so ein kleines bisschen der Kontakt untereinander, was ich eben schon sagte, der dann auch gelebt wird. Ja. Was ich auf der Kirmes sehe, wenn da ältere Leute, jüngere Leute mit Tablet, ohne Tablet, der eine hat sein Handy vergessen, der andere hat 2 dabei, das ist alles nicht schlimm. Aber sich miteinander auseinandersetzen, und das sehen wir gerade in der politischen Situation, die Jugendlichen wollen das, hauen das irgendwo raus bei Facebook oder bei YouTube, was toll ist, dann sind die Alten, die sind so verstört, die gehen in den Keller und können nicht mehr antworten, brauchen 3 Tage dafür. Ich weiß nicht, Sie haben mir ja auch kein Manuskript geschickt, was Sie mich heute fragen. Und da finde ich das schon sehr erschreckend. Schmunzel darüber, auf der anderen Seite macht es mir aber auch Angst. Weil wenn das unwidersprochen bleibt teilweise oder nicht ausdiskutiert bleibt, das haben wir alle schon mal gehabt. Da sind wir in Deutschland sehr, sehr affin für, dass nachher aus Worten Taten werden. Ich möchte dieses Beispiel gerne benennen, wenn ich das darf. Zerstörung der CDU als Überschrift für 55 Minuten 8 Sekunden, muss ich ganz ehrlich sagen, halte ich für sehr gefährlich. Das sind nur Worte, da kann man sagen, das ist unsere heutige Sprache, sagt dieser Mensch, kann ich nicht verstehen. Haben die damals auch gesagt, die Juden sollen vergast werden, und nachher ist es in die Tat umgesetzt worden. Da habe ich Angst. Dem muss widersprochen werden. Ich als Mensch mit Zivilcourage tue das jetzt auch hier wieder und überall, wo ich es kann. Aber ich wundere mich, dass die Politiker das so einfach hinnehmen. Und wenn sie dann widersprechen, da kann ich nichts mit anfangen. Das heißt, doch hier in der Tat jetzt eher nicht eine Sprachlosigkeit, aber eben halt die fehlende Fähigkeit, miteinander zu sprechen. Also in dem Fall jetzt jung und alt, aber eben auch unterschiedliche Teile der Gesellschaft. Das merkt man ja auch, dass eben man sich oft in bestimmten Fraktionen befindet und eben halt über die Fraktionen hinaus ist ein Gespräch gar nicht mehr möglich. Mir fällt da ein, jetzt ein kleiner, auch wieder der Bezug zur Kirmes. Es gab ja mal den großen Shitstorm um das berühmte Pferdekarussell, was klein anfing, was dann sehr, sehr schnell eine ziemlich große Reichweite bekam. Und auch da eben hatte man das Gefühl, da sind jetzt irgendwie zwei Lager, die unversöhnlich aufeinander einprügeln, anstatt mal irgendwie miteinander ins Gespräch zu kommen. Wie sehen Sie das so im Nachhinein? Das ist ein sehr, sehr schönes und genau ein wunderbares Beispiel. In Bergisch Gladbach auf die Situation bezogen ist, der Ponybesitzer hat aufgegeben, der hat es psychisch nicht mehr ausgehalten, weil er gemobbt, verfolgt worden ist, bedroht worden ist. Das war so schlimm, dass der seine Pferdeponybahn eingestellt hat, verkauft hat, und die Ponys bis auf 2 sind wohin gegangen? Zum Abdecker. Er musste die schlachten, weil er konnte die nicht mehr finanzieren, er konnte sie nicht durchfüttern. Die beiden Lieblingstiere, die er hatte, die stehen heute noch im Sauerland und fristen da ihr Gnadenbrot. Wenn man sieht, was die damit ausgelöst, die wer auch immer damit oder die Menschen damit ausgelöst haben, das hat erstens nicht dazu geführt, dass Ponys gequält oder nicht gequält werden, weil das nicht der Fall war. Das ist eine ganz klare Tatsache, die man in jedweder Form beweisen kann. Und zum Zweiten, die Tiere sind jetzt tot, der Mann verdient kein Geld mehr. Was soll das? Gut, also der Punkt Tierquälerei ist natürlich genau der eben halt, der sehr, sehr umstrittene war. Völlig klar. Aber ist auch nicht das da auch eben noch ein Beispiel und ein Zeichen dafür, dass es Entwicklungen gibt, die sich verändern? Also ich meine, vor 50 Jahren oder vor 100 Jahren durften die Frauen nicht wählen. Es war auch normal, dass die Schüler von ihren Lehrern geschlagen worden sind. Das Verhältnis zu Tieren, zum Tierschutz hat sich drastisch geändert. Muss man da nicht auch sagen, ist vielleicht auch so etwas wie ein Ponykarussell dann etwas, was sich einfach überholt hat? Ob das jetzt auf die Art und Weise beendet werden muss, wie Sie es gerade geschildert haben, ist natürlich sehr drastisch. Aber das sind so Sachen, wo man sagt, naja, auf der Kirmes ist ja auch kein Pranger mehr. Oder ich weiß nicht, was da vor 150 Jahren vielleicht stand. Ja gut, das ist aber schon ein sehr krasser Unterschied. Weil noch einmal, diese Ponys werden pfleglich behandelt. Mit Sicherheit pfleglicher als mancher Hund, der hier bei irgendjemandem im Haus ist. Tut mir leid. Die Menschen haben nichts anderes gelernt, die sind mit den Tieren groß geworden, die kennen jedes Tier von Geburt an und die haben diesen Tieren auf die Welt geholfen, die leben mit denen zusammen, die schlafen mit denen zusammen. Also es tut mir leid, warum man das dann da abschaffen soll, nur weil sich was verändert hat. Die Veränderung sehe ich als falsch an, weil es ja auch eine Sozialkiste ist für Kinder, dass die mal so einem Tier nahe kommen können und nicht nur im Zoo hinter Brettern oder nicht in einem Reitstall, wo dann wirklich mehr Professionalität an den Tag gelegt werden, sondern einfach so aus Spaß.
Und das muss aber auch ja finanziert werden. Und da es nicht so viele Millionäre gibt, die sagen, ich habe eine Ponywiese, da stehen die einfach nur rum, kommt doch mal gucken, war das immer noch ein probates Mittel, das den Menschen oder den Kindern beizubringen. Okay, gut, das ist Geschichte. Gehen wir nochmal zurück in Ihre persönliche Geschichte, wenn ich jetzt nochmal richtig zurückkapituliere. Industriekaufmann, danach eher kreativ, Video, Musik, Film, Text, Ton. Ging es so weiter bis zur Rente? Das ging so, es geht immer noch so. Es geht weit über die Rente hinaus. Wenn wir wieder bei mir landen, ich lebe einfach sehr, sehr, sehr gerne. Wie gesagt, ich habe das Herz auf der Zunge. Sie kennen das, Herr Werzweig. Und manchmal schmunzeln Sie darüber. Ich schmunzel dann anschließend auch, wenn ich Ihnen ins Gesicht gucke und denke, oh, das war wieder zu lange. Einverstanden. Aber das ist mein Leben. Das ist genauso, wie Sie es gerade gesagt haben. Ich lebe eigentlich 24 Stunden am Tag. Mich hat mal der Horst Breiler, damaliger Chefredakteur der Rundschau, gefragt, Herr Unrau, wann haben Sie denn mal frei oder Freizeit? Mhm. Da habe ich zu dem geantwortet, ich habe keine Freizeit. Da hat er erschrocken geguckt und hat gesagt, Sie haben keine Freizeit. Dann habe ich geantwortet, ich habe aber auch keine Arbeitszeit. Ja, wie geht das denn? Und dann habe ich das erklärt, ich habe und hatte Lebenszeit. Und solange der liebe Gott mich hier haben will, werde ich Lebenszeit haben. Und die verbringe ich eben, ich sage es immer, draußen. Also bei den Menschen, mit den Menschen, weil es gibt nichts Schöneres. Und habe das nie unterteilt, wir haben jetzt noch eine Stunde, dann haben wir Feierabend. Oder wir haben jetzt Gott sei Dank Wochenende. Oder hätten wir doch schon wieder Montag, dann bin ich im Tod schon wieder 3 Tage näher. Nein, ich lebe einfach gerne und verbinde das im Leben und habe da großes Glück gehabt. Toi, toi, toi und danke. Das heißt, Ihre gesunde Bräune stammt jetzt auch nicht aus dem Sonnenstudio? Ich war noch nie in meinem Leben im Sonnenstudio, weil das ist Mallorca, da bin ich viel, das wissen Sie. Da bin die Hälfte des Jahres mittlerweile in der Sonne, weil das Klima einfach besser ist. Das hat hier mit der rheinischen Tiefebene zu tun und mit Sicherheit nicht mit Bergisch Gladbach. Aber ich bin genauso gerne hier, wie ich da bin. Und wenn ich hier wegfahre, fahre ich nach Hause. Und wenn ich da wegfahre, fahre ich auch nach Hause. Und das ist das Schöne. Was zieht Sie nach Bergisch Gladbach zurück? Die Menschen, klar, das haben Sie jetzt gesagt. Darüber hinaus, was schätzen Sie an Bergisch Gladbach, an der Stadt? Ich schätze an dieser Stadt, erstens, weil es der Ursprung ist, mein Ursprung ist. Ich weiß, wo ich hier geboren wurde, im evangelischen Krankenhaus. Ich habe mein Leben hier sehr intensiv gelebt und die Wurzel ist hier und die bleibt auch hier. Und was schätze ich an Bergisch Gladbach? Das kann ich Ihnen sagen. Ich habe mal irgendwann vor 25, 30 Jahren oder was gelernt, dass diese Stadt Bergisch Gladbach die kleine Stadt im Grünen ist. Das habe ich mir gemerkt und weil immer wieder irgendwelche Leute sagen, das wäre das Gegenteil, fange ich an zu lachen. Weil die Stadt ist wirklich eine Stadt im Grünen. Wir haben so viel Grün drumherum. Wir sind angeblich eine Großstadt, das habe ich immer verneint. Da sind wir nur auf dem Papier, was die Zahlen angeht. Wir sind mehrere Stadtteile. Wir sind aus 2 Städten zusammengesetzt worden. Und das fand ich auch immer klasse, auf den Berg fahren, sprich Beensberg, um ein tolles Schloss zu haben, um die Aussicht nach Köln zu haben, klasse. Aber hier in meinem Dorf, in Bergisch Gladbach Zentrum, ist es halt dieses Zentrum. Es ist das Rathaus, die Villa Zanders, der Bergische Löwe. Den hat man verteufelt, weil der Böhm den umgebaut hat. Ich liebe ihn heute. Es ist die wunderschöne Laurentiuskirche. Es sind die Menschen in dieser Stadt, die hier leben. Und das möge bitte so bleiben. Sie sprechen ganz offensiv von Dorf. Also Ihnen ist Bergisch Gladbach auch nicht zu klein, zu provinziell, zu langweilig, was man ja auch oft hört. Nein, eben nicht. Warum? Wir sind eine Ansammlung von ganz vielen Dörfern. Wenn ich jetzt nur aus dem Veranstaltungstechnischen herausreden darf, Paffrath, Dorffest, klasse. Viele Menschen stellen was auf die Beine, andere aus den anderen Dörfern gehen dahin. In Hand ist das so, in Schildchen ist das so, in Herkenrath ist das so, in Molsfeld ist das so, in Beensberg ist das so, auf der Kaule ist das so, in Refrath ist das so, in Herrn Strunden ist das so. Hoffentlich habe ich jetzt keinen vergessen, es wäre sehr schade. Es gibt noch ein paar mehr, aber nehmen die Leute das auch tatsächlich wahr? Nutzen sie es? Also geht der Gladbacher zu einem Fest in Schildchen, ist der Beensberger auch mal in Refrath oder lebt nicht jeder so in seinem eigenen Sprengel und orientiert sich dann eher auf Köln zum Beispiel? Beides. Und auch das ist eben diese Kunst und diese Gratwanderung, das hinzukriegen. Ja, die nutzen ihren eigenen Apparat und ihren eigenen Sprengel und machen da, was sie wollen. Das ist auch gut so. Aber es gehen doch ganz viele. Das kriegt man so nie so mit. Zumindest mal kurzzeitig. Und wenn es nur aus Neugierde ist, was machen die denn? Kann bösartig, kann gutartig der Gedanke sein. Sie gehen aber gucken und essen vielleicht auch die Bratwurst und trinken auch ein leckeres kaltes Bier. Es ist diese Vielfalt, die wir hier haben, die gibt es in ganz Köln überhaupt nicht. Und Sie haben recht, wenn Sie sagen, mit Köln, was spielt denn hier Köln für eine Rolle oder Bonn oder Düsseldorf? Ich höre dann immer von politischer Seite, das sind aber meistens Menschen, die hier abends nicht rumlaufen. Die sagen, wir müssten hier noch eine Kneipe haben, wir müssen moderner für die Jugend, wir müssen.
Nee, das glaube ich nicht. Ich kann nur sagen, vor 50 Jahren, als ich Jugendlicher war und in die Kneipe durfte, da war die Kneipe für mich in Köln. Warum? Da war das pulsierte das Leben. Mhm. Das ist diese Nummer größer. Und das nützt auch nichts, wenn der... Lass es bitte stehen, danke. Das ist, nützt nichts. Jetzt bin ich gerade ein bisschen gestört, aber das macht überhaupt nichts. Wir sind mitten im Leben. Der Junge wollte Kameramann werden. Wird er vielleicht noch, ja. Ja, gar nicht so schlecht. Gleich. Und jetzt geben wir noch was zu trinken. Stell da hin, wir kommen gleich. Danke. Ja. Und gut, das müssen wir jetzt vielleicht auch noch kurz erläutern für unsere Zuschauer, wirklich mitten im Leben. Also erst kommt der Junge der vorbei, der die Kamera gerne ein bisschen umpositionieren sollte. Anschließend kommt der Kellner aus dem Bergischen Löwen und bietet uns ein Wasser an, was jetzt hinter der Kamera positioniert. Also besser, tiefer mittendrin kann man gar nicht sein. Warum liebe ich dieses Dorf so? Weil das hier nur hier passiert. Dafür muss man aber auch rausgehen und das sehen. Und nochmal, wenn man was Richtiges erleben will am Wochenende, kommt der Kürtner nicht auf die Idee, nach Bergisch Gladbach zu fahren. Das wäre albern. Ich als Gladbacher habe damals schon gesagt, dann fahre ich mal nach Köln, auf den Ring in die Südstadt. Und das ist heute noch so, obwohl das Verhalten sich ja auch grundsätzlich geändert hat. Ich glaube nicht, dass man, wenn man hier tolle Kneipen ansiedelt, tolle Restaurants hier mitten auf dem Platz ansiedelt, dass deswegen hier irgendeine Kneipenkultur entsteht, die plötzlich 100.000 Menschen hier hinbringt. Da bin ich von überzeugt, das wird nicht passieren. Hallo. Ist klar, moin, Rolf. Kamera weg. Ja, in die läuft. Jawohl, läuft, ja. Jetzt wird noch auf uns aufgepasst, jetzt haben wir noch... So, also Ordnung herrscht auch wieder in Bergisch Gladbach. Gutes Stichwort, beziehungsweise war es sozusagen wie bestellt. Wir haben in den letzten paar Jahren ja auch darüber geredet oder immer wieder diskutiert in der Öffentlichkeit, wie gefährlich Bergisch Gladbach doch angeblich geworden ist. Man kann nicht mehr abends rausgehen, am Bahnhof ist es viel zu dunkel und viel zu ungemütlich, dann wird man ständig überfallen. Durch die Flüchtlinge ist ein anderes Klima eingekehrt. Es hat natürlich auch zwei Zwischenfälle hier in der Innenstadt gegeben. Ist Bergisch Gladbach so viel unsicherer heute als vor 10, 20 Jahren? Ist das, oder hat sich einfach das Gefühl der Menschen irgendwie verändert? Das Gefühl der Menschen hat sich verändert, weil ja viel mehr mitkriegen, was auf der Welt passiert. Und dieses Angstmachen, sage ich mal, gilt nicht, oder Bangemachen gilt nicht. Ist natürlich durch das Permanente, in Paris passiert das, in da passiert das. Wir kriegen das nur noch um die Ohren gehauen und wenn wir rausgehen, gucken wir schon, oh wei, Kopftuch, Angst. Mhm. Ja? Ich glaube, da hat sich nicht viel geändert. Die Taten sind schrecklicher geworden. Mhm. Das muss ich ganz klar sagen. Wenn dann früher irgendwo eine Demonstration war, da wurden Steine geworfen, einverstanden. Heute gibt es dann Tote. Mhm. Da müssen wir nicht drüber reden. Aber Bergisch Gladbach ist wirklich nicht nur friedlich, sondern wirklich, hier kann man leben. Man muss natürlich so bestimmte Dinge muss man beachten. Und das tut man auch nicht, weil man dann zu leichtsinnig sagt, ach, hier passiert schon nichts. Mhm. Das ist auch ein großer Fehler. Man sollte sich darauf einstellen. Und das hat damit zu tun, Sie haben es gerade gesagt, die Ordnungsbehörde hat aufgerüstet, da sind mehr Ordnungskräfte. Das ist ein schönes Bild, das kann man sehen. Man fühlt sich dann etwas wohler. Es wird aber auch mehr getan, wenn man sowas ahnt oder wenn sowas anberaumt wird. Und da muss ich sagen, da bin ich sehr für... Ich bin auch so groß geworden, wenn mir das Polizeiauto hinterherfuhr, damals als 18-Jähriger, dann haben mir auch die Ohrläppchen geflattert. Mhm. Ich habe gesagt, oh, 49, 49, bloß kein km/h zu schnell fahren, weil hatte ich doch ein Bier getrunken, so ein Mist. Mhm. Also der Respekt war zumindest damals viel größer, den hätte ich gerne jetzt auch wieder. Und ich möchte eigentlich, wenn Uniformen da rumlaufen, sollte man sagen, die sind für unseren Schutz da und nicht um uns zu ärgern da. Mhm. Und diese Verbindung fehlt auch noch ein bisschen, da kann man mit Sicherheit auch noch mehr dran tun. Ja. Aber wir sind auf diesem besten Wege. Ja. Also großes Lob für die Stadt Bergisch Gladbach, großes Bekenntnis zur Heimat, aber natürlich nicht alles Gold, was hier glänzt. Nee. Der Löwe glänzt da oben wieder, zumindest die Kugel, ja, das stimmt. Wenn Sie nun wirklich der König von Bergisch Gladbach wären, was wären die drei Dinge, die Sie tatsächlich umsetzen, die Ihnen richtig wichtig wären zu verändern, anders zu machen, neu zu machen, ganz anders anzugucken? Ja, immer diese hypothetischen Sachen. Eins weiß ich genau, ich würde die Zeit 40 Jahre zurückdrehen und eine Verkehrsplanung machen. Gute Idee. Wir können das nicht mehr ändern, wir kriegen das einfach nicht hin. Ja. Dafür sind wir im Bergisch Gladbach zu eng, nicht zu verbaut, das wäre falsch, aber zu eng und wir haben die Zeit damals verpennt. Ja, da war ich ja mit bei, ich habe ja gesehen, wie es entwickelt worden ist und man hat, glaube ich, und da müssen wir alle dran arbeiten, das ist kein Bergisch Gladbach-Problem. Die Autos werden immer breiter, immer länger. Die Parktaschen, wenn Sie mal gucken, die sind geblieben. Die Straßen sind genauso schmal, wie als ich mit dem Käfer gefahren bin. Das war mein erstes Auto. Und wenn ich heute mit meinem Mustang fahre, denke ich, wie passe ich denn da hin? Da kommt der Bus, der trifft mich. So, ich glaube, dass hier, und das, ich kann auch eine Erklärung geben, warum das so ist. Ich glaube, dass hier die Zeit verpennt worden ist, wie überall. Und ich sage mal, woran es liegt. Ich glaube, dass es daran liegt. Gier frisst Hirn.
Diesen Spruch möchte ich gerne propagieren. Ein guter Freund auf Mallorca hat den mal einfach so rausgehauen, ohne genau zu wissen, worum es geht. Und immer wenn ich diesen Spruch wieder ansetze und da reinbringe, dann weiß ich, warum das so ist. Dieses Auto war ein Käfer, das erste. Das war unbequem, hatte keine Kopfstützen, meine langen Beine kamen vorne im Kofferraum, der ja vorne war, wieder raus. Es war unbequem. Von da an wurde das Auto bequemer und größer und breiter und länger und dicker und schneller. Und Abgas hat man sich noch keine Gedanken drüber gemacht. Ich glaube, da hat man die Entwicklung einfach laufen lassen. Was will der mit dem Geldbeutel? Dann kriegt er das mit dem Geldbeutel. Der kann es auch bezahlen mit dem Geldbeutel. Und selbst, wenn Sie mal gucken, in den Zeiten, als das Leasing anfing, auch da, das ist für mich ein riesengroßer Fehler gewesen. Man konnte sich Audi nix, Mercedes konnte man sich leisten. Man hatte eine kleine Leasingrate. Gut, das bittere Ende kam am Schluss, Auto abgeben, man kriegt nichts mehr dafür. Das Geld war dann einfach weg. Ich glaube, da ist was passiert. Und das ist nicht die Industrie schuld, das sind auch nicht die Politiker schuld, das war die Gesellschaft. Das ist uns entglitten. Kann man denn hier vor Ort, also wenn wir jetzt beim Verkehr bleiben, was machen, damit Burkhard Unrau mit seinem großen roten Ford Mustang mit vielen PS? Der ist grau, nicht rot. Der ist grau. Hm. Oh, okay, daneben gelegen. Mit seinem großen Ford Mustang vielleicht doch umsteigt auf ein kleineres, elektrisch betriebenes Automobil? Ja, das muss Sinn machen, dann mache ich das gerne. Aber ich möchte auch dazu sagen, und Sie sprechen da auch ein heißes Thema an. Es ist jetzt einfach zu sagen, ja, mache ich und ich verkaufe den Mustang. Nein, zwei Dinge, die mir wichtig sind. Spaß am Leben, warum bin ich eigentlich hier? Eigentlich bin ich doch hier, um Spaß zu haben. Möglichst nicht auf Kosten anderer, da bin ich dann wieder bei Ihnen. Jetzt gebe ich Ihnen aber die Antwort zu dem großen Mustang. Ich fahre 3000 Kilometer im Jahr, weil es mir Spaß macht. Ja, weil die meiste Zeit bin ich nicht hier, im Winter fahre ich das Auto gar nicht. Ich habe noch nicht mal Winterreifen, also ich fahre wirklich nur bei schönem Wetter, weil es ein Cabrio ist. Diesen Spaß lasse ich mir nicht nehmen. Und ich glaube, dass ich weniger CO2 ausstoße mit meinen 3000 gefahrenen Kilometern, als manch einer, der ein Elektroauto hat. Weil die Elektrizität muss irgendwo herkommen. Die Batterien müssten aus dem Boden erstmal gebaut werden. Steckdosen gibt es keine, der Strom bricht dann zusammen. Kohle und Atom haben wir nicht mehr. Entsorgen, weiß doch keiner, wie das geht. Man soll nicht immer so schreien, Batterien für Elektroautos, das kann nicht funktionieren. Und wenn Sie dann mal gucken, Mühlheimer Straße gehört auch zum Zentrum, da stehen die Weißenberger Häuser, nennen wir das heute noch, wo früher der Schlachthof war. Da sind wie viele hunderte Wohnungen drin. Jetzt stecken Sie da mal, jede Wohnung hat zwei Autos, wo wollen Sie den Strom denn herkriegen? Ich lache mich tot, das kann nicht gehen. Ja. Ich glaube, das heißt also im Prinzip bewusster Konsum. Yes! Ja, also und ich gehe auch gerne zu Fuß von Herborn nach Bergisch Gladbach hier ins Zentrum und auch zu Fuß zurück. Ich würde dann auch, Herr Watzlawick, ganz gerne so ein kleines Elektroteil haben und sagen, dann mache ich das eben damit. Aufs Fahrrad mit Elektromotor setze ich mich in meinem Alter nicht mehr, weil dann ist man wirklich tot, weil man dann das Gleichgewicht irgendwann nicht mehr halten kann. Das muss nicht sein. So, aber Sie haben es richtig gesagt, genau wie beim Essen. Einmal die Woche Fleisch, gerne, so bin ich groß geworden. Und Sie sehen, 1,90 groß und dann erzähle ich auch nicht aus. Einmal die Woche Fleisch. Keineswegs. Ja? Gut, okay, also Verkehr wäre der erste Punkt. Wir haben uns vorgenommen, drei Punkte nochmal zu gucken, wo man Bergisch Gladbach noch schöner, noch besser oder weniger schlecht, wie auch immer man das nennen mag, machen kann. Ja, einen zweiten Punkt habe ich noch. Ein bisschen mehr auf Sauberkeit achten. Und bitte nicht immer nur schreien, Stadt, mach sauber. Ja. Es tut mir leid, das ist auch so eine Sache, die mir nicht gefällt. Warum? Weil ich es ja permanent schon lebe, seit die Anbeginn an. Nicht, was kann der Staat oder die Stadt für mich tun, sondern was kann ich als Bürger für die Stadt tun. So. Die Stadt ist nicht sauber. Die Versuche mit Schülern und mit Ehrenamtlern Bürgersteige abzukratzen oder Fußgängerzone von Kaugummis zu entfernen, ist aller Ehren wert. Ist aber nicht das Ziel. Kann auch nicht irgendwo das Ende sein. Ich behaupte, jeder muss sich an die Nase packen und auch da muss man wieder miteinander reden und kommunizieren. Ja. Und jetzt werde ich komisch. Ich bin das irgendwie als Kind oder als Jugendlicher gewöhnt gewesen. Wenn die Geschäfte, die hier sind, und egal wo sie sind, aufmachten morgens, kam eine Figur raus, meistens die Mama, die Oma, mit dem Besen in der Hand und hat erstmal vor der eigenen Tür gekehrt. Das haben alle gemacht. Dann hat man geguckt, wo hat man das Problem, dass man selber Dreck erzeugt oder den Dreck anzieht. Nehmen wir mal die Aschenbecher. Ja, es ist toll zu sagen, nimm 100 Euro von einem, der eine Kippe wegschmeißt. Das ist doch nur Aktionismus. Das ist doch dummes Geschwätz. Man muss doch eine Basis legen. Die Basis ist für mich, biete ich dem Menschen doch erstmal, dass er sie irgendwo ausmachen kann. So, und wenn er sie dann wegschmeißt, soll er 1000 Euro zahlen von mir aus. Bin ich dabei. Sehe ich aber nicht. Es wird aber wir haben ja hier alle 20 Meter einen Mülleimer stehen mit einer extra
Ausbruchfläche. Ja, da wissen wir, dass das ein Fehler war. Ich glaube, das wissen mittlerweile alle. Da ging es nur um Sichtachsen und da haben irgendwelche Städteplaner, genau wie grauen Beton, weiß ich auch nicht, was das sein soll. Hier diese Steinchen, wo wir hier gerade sitzen, sind mir viel, viel lieber. Aber das ist nun mal ein Zeichen der Zeit. Passiert übrigens in ganz Deutschland, dass diese Steine verschwinden und diese grauen Steine gebaut werden. Bin ich auch kein Freund von. Aber noch einmal, gerade zu diesen Aschenbechern, die sind eigentlich nicht benutzbar. Ich bin selber Raucher, wenn ich davor stehe, kriege ich jedes Mal zu viel. Entweder sind sie versifft, verstopft oder voll oder ich weiß nicht, wo ich sie ausmachen soll. Es geht nicht. Und da muss ich aber sagen, da muss man aufeinander zugehen und sagen, vor dem Geschäft, bevor der Junge bei mir das Parfüm kaufen will, kann er seine Zigarette in meinem Eimer ausmachen, kann bei mir kaufen gehen. Die zwei Läden haben das. Ja. Die Rhein-Berg-Galerie hat das an jedem Ausgang und Herr Watzlawick, die machen die Diener zwischendurch sauber. Mhm. Die machen die sauber. Und die VR-Bank, die hat es übrigens auch. Okay. Und sonst hat es keiner. Ja, also mir fällt auch, ich gehe auch morgens früh auf Vorgeschäftsöffnung oder zur Geschäftsöffnung einmal quer durch die Fußgängerzone zu unserem Redaktionsbüro. Man sieht Leute, die tatsächlich vor der Tür fegen. Also weniger die großen Geschäfte, sind eher die kleineren. Es sind der Kiosk oder bestimmte Sachen, die tatsächlich den Dreck, also nicht ihren eigenen Dreck, sondern den Dreck der anderen Leute zusammenfegt. Ich bin aber auch zum Beispiel gestern Morgen, am Tag nach der, also am Feiertagsmorgens um früh um 8 Uhr am Bahnhof gewesen. Rund um den Bahnhof, der Platz war mit zerschlagenen Bierflaschen zerstreut. Die Stadtreinigung kommt am Feiertag nicht, das Zeug liegt da den ganzen Tag bis am nächsten Tag danach. Da fehlt natürlich auch ein bisschen an Reinigungskräften. Habe ich eine Lösung für, genau. Nochmal, das Einfachste, wenn irgendwo Dreck entsteht und irgendwo muss es einer wegmachen. Ja? Und ich glaube, man kann, wenn man, es wird jetzt ja gemacht, es wird ja geprüft jetzt, überprüft die Verwaltung durch eine Externe, um Geld einzusparen. Ich glaube ganz einfach, Sie haben völlig recht, wenn das Wochenende kommt, sieht es da immer so aus. Hier übrigens auch überall verstreut, dass Flaschen da liegen. Es kann nur gehen, indem man dann wirklich auch an diesen Feiertagen oder an den Sonntagen Dienstpersonal hat, die diesen Dreck wegmachen, wenn man die Innenstadt schön haben will. Das gebe ich Ihnen völlig recht und das müssen wir auch bezahlen. Wir heißen wir Steuerzahler. Ja, sicher. Weil das ist ja auch immer wieder die Diskussion. Absolut. Wenn man das im Stadtrat verfolgt, es gibt viele, viele Forderungen, viele Wünsche. Richtig. Die Villa Zander soll mehr Geld bekommen. Ja. Die Musikschullehrer müssen natürlich vernünftig bezahlt werden. Der Sicherheitsdienst in der Stadt muss aufgestockt werden. Und natürlich eben auch die Straßenreinigung. Richtig. Dann kommt die Debatte auf, wie machen wir das? Grundsteuer ist die einzige Steuer, die wir erhöhen können. Warum erhöhen wir nicht die Grundsteuer maßvoll in mehreren Schritten? Und zack, gibt es klare Mehrheiten dagegen und wir stehen wieder beim Punkt Null. Das ist so ein Hickhack, oder wie sehen Sie das? Das sehe ich ganz genauso. Ich bin mal gespannt. Ich hoffe, dass diese externen Menschen, die jetzt hier mal einen Rechenstift ansetzen, das wirklich so machen, dass sie Ahnung davon haben. Ja. Die müssen Ahnung von der Materie haben, müssen also tief drin sein. B, dürfen eigentlich nicht für den Beauftragten arbeiten. Ich weiß, ist schwierig. Mhm. Nochmal, ich habe Einblick, dadurch, dass mein Vater das 40 Jahre gemacht hat, meine Frau, wie Sie wissen, macht das ja auch schon seit 35 Jahren. Ich weiß ein bisschen was davon und habe jeden Tag damit in irgendeiner Form zu tun. Darum kann ich auch hier nicht sagen, man sollte das abschaffen oder da sparen und da mehr reinstecken. Aber das müsste vernünftig mal überarbeitet werden. Das ist genauso. Wir gucken gerade so rechts an der Kamera vorbei auf den Villa Zanders Park. Ja. Ja? Ich kann die Villa Zanders nicht sehen. Sie? Ja, so ein Eckchen kann man auch sehen. Ah, er sagt ein Eckchen. Man weiß, dass sie dahinter ist. Im Winter sieht man sie besser. So, man weiß, dass sie dahinter ist. Ist wunderbar. Finde ich sehr schade, weil in anderen Städten ist es anders. Da kann man diese Prachtbauten sehen. Und das ist nun mal unser Kulturhaus Nummer 1 in dieser Stadt. Machen wir doch mal dieses Grünzeug so weg, dass wir es reduzieren. Sie kennen das Schloss Beensberg. Ne? Wenn man da reinfährt am Tor, da ist alles ebenerdig an Grünzeug, an Pflanzen, an Blumen, an Blüten und an schönem Kies oder Einfahrt, Ausfahrt. Aber man kann wunderbar bis zum Eingang das gesamte Schloss sehen. Das würde ich mir hier wünschen. Dann würde nämlich eins auch passieren. Ein Angstraum würde wegfallen. Und das zu bewirtschaften, lieber Herr Watzlawick, ich habe selber einen Garten, ich weiß, wie viel Arbeit das ist. Wenn man das reduzieren würde, das sind Sträucher, halbgroße, ganz große, sehr, sehr viel Arbeit, kostet sehr viel Geld im Übrigen, statt grün. Wenn man da den Rasenmäher nur bräuchte und kleinere Beete hätte und das ein bisschen mehr reduziert, muss aber einer machen, der Ahnung hat. Da muss ein Grünmann kommen und sagen, die Form kostet das Doppelte und die kostet die Hälfte. Und ich kann da hinten nicht zum Stadthaus gucken.
Ich sage den Leuten, da hinten ist das Stadthaus. Da sagen die, ja wo denn? Das ist alles grün, von wegen die kleine Stadt im Grün. Ne? Hinterm Park, genau. Ja. Und immerhin auf der anderen Seite der Villa Zanders hat man jetzt ja freie Sicht, wenn man super eben aus Beenbrech kommt über klasse. Den neuen Kreisverkehr. Da hat man ja genau dieses Stadtentree. Das ist gelungen, richtig. Finden Sie? Finde ich klasse. War ich am Anfang sehr, sehr skeptisch und habe gesagt, oh Gott, ich komme da runter, soll ich die Villa Zanders sehen? Das ist genau dasselbe, was ich jetzt hier sage. Ich sehe sie nicht. Sie sagen, die ist ja dahinter, ich weiß es. Da war ich sehr, sehr skeptisch und muss sagen, das ist mehr als gelungen. Das sieht nicht nur schön aus, das macht was her. Wenn alle Eingänge von Gladbach so wären wie da hinten, muss ich sagen, dann wäre es umso schöner. Okay, gut. Also zwei dicke Bretter haben wir jetzt, Verkehr und. Ja, der dritte Sauberkeit, ist, der dritte Punkt, genau. Der dritte Punkt ist, geht da rein. Wir haben dahinter, wenn wir von Köln nach Gladbach kommen, noch Ecken, die sind sehr hässlich. Ich weiß aber, da arbeitet man noch. Ich weiß, mein Freund Horst Becker kümmert sich gerade um das alte Kötzschengelände, die alte Gießerei. Mein Zuhause ist gerade abgerissen worden. Es bewegt sich was. Ich glaube, das weiß auch jeder. Und ich bin auch überzeugt davon, dass da viele dran arbeiten werden. Und auch ohne direkt an sich zu denken, sondern mit dem Gedanken, was für die Stadt zu tun. Und das Gleiche gilt für die Gorsmühle. Dieses ganze Hinterbebauung auf der linken Seite der Fußgängerzone, wenn man das noch in den Griff kriegt und dann einfach ein bisschen schöner macht, wie auch immer mit den Eigentümern, mit Förderprogrammen, da muss man auch in die Stadt gesamt denken. Ja? Da muss man auch helfen. Da kann man einzelne Leute nicht alleine mit stehen lassen. Ja. Und das Gleiche gilt für die obere Hauptstraße. Ja. Wenn das noch ein schönes Entree wäre, da gibt es auch noch einiges zu tun. Sie hatten die Stadthäuser erwähnt, da vorne, die werden ja irgendwann in der nächsten Zeit abgerissen. Ja. Was würden Sie sich da stattdessen wünschen? Was fehlt Ihnen hier in Bergisch Gladbach? Ja, mir fehlt eigentlich nichts. Nichts? Nee, vielleicht ein Park? Oder ein Parkhaus? Nee, wir haben so viele Parks und wir haben Parkhäuser, wir haben Parkfläche genug. Schön, dass wir hier wegen der Kirmes gesprochen haben. Warum? Da mache ich dann immer dran fest. Ja. Wir haben kein Parkproblem, Parkplatzproblem. Wir haben auch kein Parkhausproblem. Also nochmal, ich bin hier wirklich jeden Tag, wenn ich hier bin. Jeden Tag laufe ich hier durch und Sie sehen mich oft genug. Und wenn ich Kirmes habe, bin ich ja aktiv, noch aktiver hier. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, da gibt es keine Probleme mit dem Parken. Nicht mehr als bei jeder anderen Veranstaltung auch. Mhm. Und ich sage Ihnen, in Bergisch Gladbach auf den Kirmesplatz zu kommen, so nah am Platz parken, können Sie in keiner Stadt Deutschlands. Mhm. Das behaupte ich mit so vielen Autos, jetzt immer in Größe, Flächenverhältnis gesehen. Ja? Wenn Sie mal nach Krange fahren, da ist die Autobahn gesperrt und die Autobahnabfahrt und dann haben sie noch bis zum Kirmes, oh wei, Kilometer lang, da dürfen sie schon nirgendwo mehr parken. Wenn ich jetzt aus Kürten komme, wo würde ich dann parken? Wenn Sie Glück haben, fahren Sie einfach bis auf den Parkplatz hinter der Laurentiuskirche. Direkt auf dem Vorhof für Fahrer. Ja, oder Sie fahren. Sehr klein, ne? Schlimm ist, dass alle immer sagen, da kriege ich eh keinen. Ich fahre da jedes Mal, ich habe eine Garage da. Aber ich sehe ja dann die freien Plätze. Ja? Selbst wenn Hochbetrieb auf der Kirmes ist, da kann sich auch mal knubbeln. Ja. Da muss man auch mal Geduld mitbringen. Da fährt der eine aus Köln gerade weg, da kann der andere sich da hinstellen. Oder wir haben da die Tiefgarage unter dem Bergischen Löwen. Mhm. Ja, also, dass man auf einem Platz parken kann, dann ist ein hehres Ziel, das werden wir nicht erreichen. Aber ich sage ganz einfach, was da so schlecht geredet wird mit der Parksituation Bergisch Gladbach Zentrum, das sehe ich überhaupt nicht. Okay, also wirklich man, nicht. Also man muss erstens wissen, wo man hin will, sich informieren und dann findet man aber auch was, wenn man ein bisschen Geduld hat. Mich beschleicht jetzt gerade so ein bisschen das Gefühl, das war jetzt aber keine Bewerbungsrede für das Bürgermeisteramt, das ja im nächsten Jahr neu ausgeschrieben wird. Alles so, alles so schön hier, das ist also die Politik selbst wollen Sie und waren Sie auch nie. Nee, war ich nie, wollte ich auch nie. Warum? Da kann man nicht viel erreichen. Mhm. Ich muss sagen, gelernt habe ich daraus mit all den Bürgermeistern, die ich gearbeitet habe. Es waren viele. Es waren mindestens 5. Oder mit allen Landräten und mit vielen politischen, aktiven Menschen aus allen Parteien. Muss ich sagen, die haben Spielregeln, die kann ich nicht nachvollziehen. Und die möchte ich mir nicht auferlegen, weil das würde ich nicht schaffen. Sie kennen mich, ich sage dazu aus dem Herzen und aus der Seele heraus und sage, komm, was machen wir jetzt gerade? Hol mal gerade die Heckenschere, wir schneiden mal das Grünzeug weg, lass ein LKW kommen, fahren wir ab. Dafür bin ich bekannt. Ja. Das habe ich mein Leben lang hier ehrenamtlich gemacht. Darum, da abstimmen in das nächste Gremium, in den Ausschuss und Leute, die keine Ahnung haben, es tut mir furchtbar leid, das ist nie mein Ding gewesen, das wird es auch nicht mehr werden. Und ich glaube, jetzt haue ich noch einen raus, ich glaube, die Form von Politik, die wir kannten, auf Stadtebene, kommunal, auf Landesebene, auf Kreisebene, auf Land hatte ich schon, auf Bundesebene und auf Brüsselebene, wir kommen irgendwann noch zu weltweit, kann so nicht mehr funktionieren, wie wir sie kennen. Mhm. Ich glaube, wir müssen andere Wege finden, andere Wege gehen und neue Mechanismen finden, miteinander zu reden, trotzdem Demokratie zu leben,
und das dann umzusetzen. Mhm. Ich kann Ihnen leider nicht sagen, ich würde es gerne machen. Ja. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie es geht, aber es geht nicht mit dem Parteibuch, das weiß ich. Ja. Wir sehen es, die Parteienlandschaften fallen auseinander. Dann kann man sagen, ich zerstöre den einen, der andere zerstört den. Der soll mal gucken, der soll mich mal zerstören, soll herkommen, dann gucken wir, soll mal versuchen. Ja. Dann gucken wir mal drüber. Und ich glaube, diese Form muss irgendwo gefunden werden. Und ich glaube nicht mehr, dass es geht mit Volksparteien, und weil wir sind das Volk, ja, und wir sind die Menschen, ja, und wir sollen uns alle treffen. Und Herr Watzlawick, was fragen Sie mich? Sie machen das schon ein bisschen vor. Sie haben einen Weg gefunden mit Ihrem Stammtisch. Ja, das ist noch das Thema. Ich hab mir das sehr gut angeguckt, was Sie da gemacht haben. Ja, das ist eine Wahlwerbung, Kiste. Man spricht mit dem einen und mit dem anderen, mit allen. Eigentlich so wie früher oder ähnlich. Ja. Aber das ist schon offener. Das müssen wir jetzt noch offener machen, dass vielleicht noch mehr Leute kommen, die es wirklich interessiert, die jetzt nicht kommen, weil sie in dieser Partei sind, den Sie gerade interviewen, sondern die auch denken, ist das wirklich nicht so schlecht, den Knapper will ich jetzt genauer wissen. Ja. Dass man mehr Konsens durch Diskussionen kriegt, weiß ich nicht. Aber ich weiß nicht, wie es geht. Mhm. Und von daher, ich bin gerne da, wenn Menschen Fragen an mich haben, ich kann es denen sagen, ich lebe hier und kann nur meine Erfahrung weitergeben, mehr nicht. Aber das heißt also nicht zurück zu den Formen, die wir hatten mit den klaren Parteien und Lagern oder sonst was. Ich glaube, irgendwas es geht Neues, nicht. Mehr miteinander reden, über die Grenzen hinweg. Ja. Ja gut, das ist ein Weg, der wahrscheinlich lang ist und auch noch nicht so richtig absehbar. Ganz sicher. Aber glauben Sie, dass so grundsätzlich die lokale Politik hier funktioniert? Ich meine, wir haben ja hier genau wie im Bund eine Koalition von CDU und von SPD, die genau ja über beide alten Lager hinweg miteinander regieren, jetzt mal in Anführungsstrichen, soweit sie überhaupt eine Entscheidungsfreiheit haben. Das ist ja schon fast, ich würde jetzt nicht sagen unpolitisch, aber zumindest über die Parteigrenzen hinweg. Geht das in die richtige Richtung? Oder ist das nicht auch eher eine Blockade? Nee, die Blockade ist einfach, weil wir es nicht anders kennen. Wir müssen das selber im Kopf auflösen, weil, ich muss Ihnen sagen, Sie haben recht, eine große Koalition. Ich hatte nie ein Parteibuch, muss man wissen, das glaubt man mir ja auch immer nicht. Das liegt aber daran, weil ich mit den Menschen, die an der Spitze stehen und die das Sagen haben, immer gemeinsam gearbeitet habe. Für das Ehrenamt, für die ganzen Veranstaltungen, für die Kirmes, für Juckcup, für Stadtfeste und alles das. Und das waren halt zufällig die. Ja. Da muss ich ehrlich sagen, das hat nichts mit Partei zu tun und gar nichts. Ich glaube, wir müssen erstmal diesen Sprung von diesen Parteien wegkriegen, weil auch in der CDU, auch in der SPD, bei den Grünen, ich habe das immer und überall erlebt, sind vernünftige Menschen, mit denen ich reden konnte und die gesagt haben, habe ich verstanden. Oder aber auch gesagt haben, nee, das wollen wir nicht. Das hatte mit dem Parteibuch nichts zu tun. Überhaupt nichts. Ja, das ist die politische Ebene. Sie haben jetzt ja schon ein paar Mal das Wort Ehrenamt angesprochen. Ja. Sie haben es eben halt selbst in verschiedenen Funktionen gemacht. Auch da gibt es ja unglaublich viele Institutionen, Vereine, Initiativen, was auch immer. Alleine wenn man jetzt mal den Jungen Unternehmerclub anschaut, in dem Bereich drumherum gab es ja auch alle möglichen anderen Unternehmerclubs, Vereine, Lions, was auch immer. Andererseits leiden die aber auch alle unter Nachwuchsmangel. Überall. Ist das nicht auch da eher das Gefühl, dass es viel zu sehr segmentiert in kleinste Nischen und Ecken hinausgeht und so dieses gemeinsame, dieses Stadtding irgendwie fehlt? Es fehlt. Und das ist ein menschliches Ding. Das ist wirklich, ich weiß nicht, wo wir das verloren haben. Ich weiß nicht, wann wir die Vernunft verloren haben. Wir alle. Den Zeitpunkt kriege ich nicht auf die Reihe. Wenn mir das einer sagen könnte, wäre ich sehr dankbar. Ich suche danach. Irgendwann haben wir die Vernunft verloren. Und Sie haben völlig recht. Die Sportvereine. Das Schlimmste sind für mich die Sportvereine. Eine der wichtigsten Institutionen, die es gibt, wo die Ehrenamter das alles tragen. Die kriegen dann plötzlich von Brüssel irgendwelche Auflagen und Forderungen. Dann haben wir Datenschutzgesetze. Man darf kein Foto mehr von den spielenden Kindern auf dem Sportplatz machen und die in der Zeitung veröffentlichen, ohne Theater. Die Leute haben keine Lust mehr. Ich kenne viele, die sind Kassierer in einem Verein oder sind Platzwart in einem Verein. Die sagen, nö. Mhm. Aber weil die von oben nicht mehr dürfen. Der Aufwand, die Regulierung wird zu groß. Ja, viel zu groß und die dürfen einfach das nicht mehr. Dabei tun die nur Gutes. Na gut, aber da wird es ja eben auch dafür sprechen, eben halt sich nicht so noch einen Verein zu gründen. Richtig. Man sollte mehr. Sondern eben zu sagen, okay, wir haben ja schon Kinder für uns Pens, wir brauchen jetzt nicht noch eine Jugendstiftung oder was auch immer. Wir haben ja schon einen Unternehmerclub. Richtig, Herr Watzlawick. Wir brauchen nicht den vierten, fünften oder sechsten davon. Haben Sie recht, wie ist das denn entstanden? Jemand hat zu sich gestritten und hat gesagt, ich mache es besser anders. Nee, glaube ich nicht. Der Grundgedanke, der Fehler ist ein anderer. Ich habe eben diesen Spruch gehabt von dem Mensch aus Mallorca. Wissen Sie noch, wie der ging? Gier frisst Hirn. Gier frisst Hirn ist einfach eine Sache, wenn man sieht. Ich habe das gerade, weil Sie den Unternehmerclub sagen, da haben sich dann viele
BNI, was ist das? Das ist doch eine Seuche. Und kein, es tut mir leid, dass man sich morgens um 7 Uhr treffen muss. Dafür heißt es jetzt ja auch nicht mehr Business Chapter, sondern Best of Bergisch. Richtig, man hat das ja ausgeklammert. Die haben gesagt, wir machen es anders. Aber da haben Sie völlig recht, das geht ja in die Richtung. Da hat dann jeder gedacht, okay, das Unternehmer machen das. Mhm. Unternehmer machen eigentlich nichts, ohne zu denken, dass sie einen Profit davon haben. Mhm. Der Unterschied zum jungen Unternehmerclub war, wir waren erstens die Ersten. Die Lions gab es schon immer, die hat man nie gehört und nie gesehen, weil die haben Gutes getan, ohne darüber zu reden. Das ist übrigens heute noch so. Das finde ich klasse. Aber wir als Jug waren damals die Ersten, die nach draußen gegangen sind, haben gesagt, was können wir für euch tun? Stadt. Und egal wo, Kindergarten, wir haben Kindergartenhäuser gebaut, wir haben dem Museum oben die Dreckhaufen weggemacht, wir haben Basketballplätze gebaut, 2 Stück. Private-Public Partnership, das Zungenbrecher-Ding, haben wir erfunden, weil wir haben es gemacht als Erste. Das ist schon sehr, sehr, sehr lange her. Und das haben andere mitbekommen, haben gesagt, oh, die sind immer in der Zeitung, die ist ja Werbung für uns. Ja. Der Unterschied war, wir haben zuerst mal gegeben und haben dafür anschließend das Doppelte zurückbekommen. Übrigens, meine Lebensphilosophie. Ja. Geben ist seliger denn nehmen. Gib was, und zwar gerne mit dem Herzen, kriegst du das Doppelte zurück. Mhm. Habe ich immer erlebt. Mhm. Und nachher ist das leider ausgeartet. Sie haben es eben schon gesagt. Einer hat gesagt, kann ich besser als der oder dem passt die Nase nicht. Mhm. Und so ist das immer weitergegangen. Das ist genau mit Veranstaltungen. Haben Sie hier auf dem Konrad-Adenauer-Platz in meinem Wohnzimmer eine erfolgreiche Veranstaltung, kommen Leute, die von Beruf Veranstalter sind, sagen, klasse, kann ich auch. Mhm. Die rechnen sich schon aus, wie viel Geld die in die Tasche kriegen. Das ist der falsche Ansatz. Ja. Gut, der junge Unternehmerclub war ja zum Schluss auch nicht mehr jung, aber trotzdem eigentlich ein Club mit einem guten Konzept. Dennoch ist er jetzt, nachdem Sie eben halt das Amt abgegeben haben, weiß nicht, ob er tot ist, aber zumindest liegt er klinisch auf Eis. Es gibt ihn nicht mehr, er macht nichts mehr. Richtig. Woran liegt das? Das liegt an der Generationswechsel, dann ist ein anderes Denken. Mhm. Ich hätte mir das nicht so extrem vorstellen können. Es sind nicht die ganz Jungen, die jetzt auf die Straße gehen, das sind die 40-Jährigen. Ja. Die eine ganz andere Lebenssituation haben, ganz anders leben, obwohl mit Kindern und wirklich Beruf und wirklich erfolgreich. Aber die sagen, ich will mich da nicht hinsetzen und Stunden dafür mit dem Bürgermeister Kaffee trinken, warum soll ich das machen? Mhm. Das ist ja keine böswillige Frage, sondern das ist eine Frage, die guckt mich an, warum soll ich das machen? Jetzt sage ich, weil der uns dann ermöglichen oder der Sache dienen oder irgendwie, ach nee. Ja, also und man hat heute die Zeit nicht mehr, kommt dann immer dieses, ich habe keine Zeit. Ich habe ja 2 Kinder und habe einen intensiven Beruf. Hatten wir ja früher auch alle. Ja. Das war ja nicht anders. Das ist ein Zeichen der Zeit. Und da haben wir eine Lücke hinterlassen. Da sind die Alten teilweise mit Schuld. Mhm. Hier, der hier sitzt. Ja. Wir haben die 40-Jährigen, die unsere Kinder hätten sein können, nicht mitgenommen. Wir haben zu lange selber gemacht, uns aufgepustet. Ja, auch wenn es für einen guten Zweck war. Auch wenn es erfolgreich war. Alles gut. Und dann jetzt gucken wir und sagen, wo sind die hinter uns? Die sind einfach an uns vorbei. Ja. Mhm. Das ist auch wieder nicht bösartig, aber das ist eine Tatsache, das haben wir selber mit zu verantworten. Ja, ja. Wir haben denen die Chance nicht gegeben und die 20-Jährigen sagen, weißt du was, du kannst mich mal. Und machen einfach und dann können wir nur sagen, das ist gut, geh da hinten nicht hin, geh da weiter. Wir können nur versuchen, die vom Absturz zu bewahren, dass sie nicht irgendwo ein Loch fallen, muss nicht sein, aber die soll laufen. Okay, Herr Unruh, jetzt haben wir schon einen riesigen Bogen geschlagen, glaube ich. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir noch wichtige Themen ausgelassen haben, die Ihnen auf der Zunge liegen. Oder auf dem Herzen. Ansonsten vielleicht geben Sie uns oder mir einfach noch mal so 1-2 Tipps, wenn man jetzt nicht zur Kirmes geht. Also übernächstes Wochenende ist klar, geht man zur Kirmes. Ja. Aber zum Beispiel an diesem Wochenende oder am Wochenende danach. Ja. Was sind so für die noch mal so die unentdeckten Perlen, Geheimtipps in Bergisch Gladbach? Egal wo, sei es jetzt Kultur oder was auch immer. Ganz gerne die Natur. Mhm. Man liest dann auch gerade bei Ihnen immer sehr schön, wenn der Reporterhund spazieren geht und da kommt ein Foto und denkt, kenne ich. Oder eben dann, wo ist das denn? Ja. Und dann fängt er da unten an zu rattern. Da sagt der eine den Herken gerade und der andere den Nussbaum. Da denke ich immer, gucken. Das ist spannend, mal wieder in die Natur rauszugehen. Ja. Und egal bei welchem Wetter, wir sind früher auch im Regen draußen gewesen, es war auch egal. Wir haben so viele schöne, natürliche Wege. Jetzt kommt was ganz Blödes gleich. Ich nehme auch Herrn Strunden, da kann man wunderbar diesen Weg, ich bin früher da im Freibad gewesen, mit Fahrrad zu Fuß, alles. Nussbaum ist klasse, das hat jeder Ortsteil. Ich bin letztens tatsächlich ich war in Beensberg und bin hinter dem Rathaus, hinten, wo der Hintereingang ist, habe mein Auto dahingestellt und denke, wie komme ich denn jetzt durch diesen Klotz durch? Muss ich jetzt da ganz außen rum und bin an der Mauer, da gibt es einen Weg. Da gibt es ernsthaft einen Weg, der ist extra angelegt worden. Der sieht nicht sehr gepflegt aus. Ja. Aber der ist noch da und den kann man auch gehen.
an dem Rathaus drumherum, dann kommt man vorne, wo man dann auf den Innenhof fahren kann, da kommt man wieder raus. Ja. Den kannte ich bis dato nicht. Und so entdeckt man, oder ich entdecke gerne immer wieder mal, indem ich einfach irgendwo reingehe. Mhm. Es gibt auf der Odenthaler Straße, da wo der, wie heißt der Bach? Der Mutzbach? Nee, ist das der Mutzbach oder der Hebberner Graben? Keine Ahnung. Ja, ja. Ne? Da gibt's, auch da gibt es einen öffentlichen Weg, den man hinter den Häusern, hinter den Grundstücken herlaufen kann und gucken kann. Da denke ich auch immer, das habe ich 50 Jahre nicht gesehen. Da sind wir früher mit einem kleinen Rädchen hergefahren. Ja, muss man auch auf die Tretminen aufpassen natürlich. Ja. Und Kultur, also dann ist für mich was draußen. Einfach draußen und man fahr mal in irgendeinen anderen Stadtteil, den du kennst, nach Sandner, Hakengrad, nach Schilzen, ja. Und lauf, stell das Auto mittendrin ab und lauf in irgendeine Richtung. Und guck dir das an. Und Natur kann, Kultur kann ich nur sagen, wir haben in Gladbach relativ viel Kultur, wir wollen das nur nicht wahrhaben. Und ich hasse immer dieses Konkurrenzdenken, wir müssen uns mit Köln in Konkurrenzkampf gehen. Wir haben die Villa Zander schon mehrmals genannt heute, da ist wunderbare Kultur drin, das ist ein Museum. Man muss natürlich gucken, was einen interessiert. Wenn man keine Ahnung hat, geht man einfach mal rein und guckt, ob nicht zufällig dann was drin ist, was einen interessiert. Wir haben aber auch den Bergischen Löwen, wo Sachen passieren. Man kann sich dieses Programm im Internet, muss man nicht vor die Tür gehen, raussuchen und einfach mal gucken. Wir haben das Theas Theater. Ja, wie geil ist das denn, was die da machen? Ja. Wir haben aber auch hier Strundorf Heimattheater, schon seit ewigen Zeiten. Wir haben viele Sachen. Man muss schon selber ein bisschen hingehen. Wir haben städtische Seiten mittlerweile im Internet, wo man draufgehen kann, wo Veranstaltungstipps gemacht werden. Nicht zuletzt das Bürgerportal. Entschuldigung, Sie haben völlig recht. Das gibt es ja. Für mich ist das zu selbstverständlich. Weil ich gucke es vom ersten Tag an. Das ist für mich morgens die erste Lektüre. Ich habe dummerweise diesen Newsletter, der kommt dann auch wirklich ganz früh. Und meistens bevor ich die Augen auf habe. Und da gucke ich als erstes rein, das sage ich Ihnen ganz ehrlich. Danke für den Werbeblock, ja. Ja, das ist doch wichtig, Kinders. Ja. Und wenn ich dann sehe, Sie sind nicht gekommen und haben gesagt, ich muss davon leben. Ich kann mich erinnern, ich sage diesen Begriff, aber wirklich positiv gemeint. Sie haben damals geköttet um 5 Euro Freundschaftsbeitrag, damit sie überhaupt davon, damit sie ihr Brötchen bezahlen. Ich weiß, dass sie Familie haben und sie haben da kein Geld mit verdient. Ich weiß das alles. Ich finde das beeindruckend und bewundernswert. Ja, und dann kam der eine oder andere, hat Werbung geschaltet. Aber jetzt hat der Mann auch noch voll Geld verdient. Ich weiß ja, was sie sich für eine Mühe und für eine Arbeit machen. Da brauchen wir noch mehr von. Das muss ausgebaut werden. Und dann, wenn Sie mir dann versprechen, wenn die erste Million überschritten ist, dass Sie da zurückfließen lassen und dass jedem sagen, dass Gier frisst Hirn keine Lebensmaxime ist, dann haben wir da erreicht, was wir erreichen wollen. Herr Unrein, wunderbares Schlusswort. Ich glaube, das können wir jetzt nicht mehr toppen. Vielen Dank, Herr Bastian. Ganz gerne, danke.